Hallo zusammen, hier ist wieder Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Es ist Montag, der 18. November und in meinem heutigen Wochenausblick gehe ich wieder auf die großen US-Märkte, den S&P 500, den Nasdaq sowie den deutschen FDAX ein. Bevor wir starten, noch kurz der Risikohinweis. Ihr könnt das Video hier an dieser Stelle kurz pausieren, damit ihr diesen in Ruhe durchlesen könnt. Kommen wir nun zu den wichtigsten Terminen dieser Woche. Da haben wir am Dienstag um 14:30 Uhr die Baugenehmigungen aus den USA. Am Mittwoch dann die Rohöl-Lagerbestände und dann sicherlich der wichtigste Termin in dieser Woche um 20 Uhr das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank. Am Donnerstag dann noch das Sitzungsprotokoll der EZB. 14:30 Uhr aus den USA der Philly Fed Herstellungsindex und die Verkäufer US-Eigenheime. Am Freitag dann noch um 8 Uhr aus Deutschland das Bruttoinlandsprodukt, anschließend um 9:30 Uhr der Einkaufsmanagerindex und um 9:30 Uhr spricht auch noch EZB-Präsidentin Lagarde. Der nächste Wochenausblick erscheint am kommenden Dienstag am 26. November. Ein Tag später als gewohnt. Das liegt daran, dass wir am Wochenende bei der Investmentausbildung in München sind und montags erst die Rückreise antreten. Ansonsten steht für dieses Jahr keiner wichtiger Termin mehr an, außer natürlich immer der große Wochenausblick in eigener Sache. Ansonsten starten wir am 1. Februar dann die 90-Tage-Trader-Ausbildung in München. Und sicherlich eines der Highlights ist dann am 7. und 8. März dann noch Rendite Unlimited auch in München. Wenn ihr also mit dabei sein möchtet, informiert euch bei mir auf der Website www.lüdemann-coaching.de. Kommen wir nun zum S&P 500 Index und hier sehen wir schon, dass es in der letzten Woche auch nicht wirklich eine Korrektur gab. Mittwoch und Donnerstag ist der Markt hier so ein bisschen seitwärts gelaufen. Das ist das, was der Markt uns angeboten hat für eine Korrektur. Nicht wirklich stark. Am Freitag ging es dann doch schon wieder deutlich bergauf und auch heute am Montag im vorbörslichen Handel ist der Markt schon wieder 0,1 3% stärker. Das heißt, das Bild hat sich im Wochenausblick nicht signifikant zur Vorwoche geändert. Das heißt, wir werden auch weiterhin im Screening-Dienst natürlich euch immer wieder neue Watchlist-Kandidaten vorstellen. Es hat auch wieder einiges an Bewegungen gegeben. Es ist so gut wie kein Wert rausgefallen. Einzig Merck ist von unserer Watchliste gefallen, weil der Aufwärtstrend gebrochen wurde. Ansonsten alle Titel sehr, sehr stark und wie gesagt, drei neue gibt es dann innerhalb des Screening-Dienstes. Weiterhin warten wir natürlich auch auf eine Korrektur, wie wahrscheinlich viele, viele andere Trader. Ich bin froh, dass wir in den letzten Wochen immer wieder neue Titel gefunden haben, in die es sich aus der Korrektur heraus gelohnt hat zu investieren. Nichtsdestotrotz, es wird nicht einfacher im Markt mit der Selektion, weil einfach sehr, sehr viele Titel derzeit schon sehr, sehr weit in der Bewegung sind. Ähnlich sieht das Bild im Nasdaq aus. Auch hier sehen wir ganz gut, dass wir Anfang der Woche das Hoch hatten. Dann ging es hier am Mittwoch und am Donnerstag so ein ganz kleines bisschen zurück. Das war die Korrektur, die ja uns auch hier den Nasdaq angeboten hat. Am Freitag dann neue Hochs und jetzt hier am Montag geht es auch weiter. Wie gesagt, die Titel aus dem Screening-Dienst entwickeln sich alle sehr, sehr gut weiter. Es ist einfach jetzt spannend zu schauen, schafft der Markt dieses Tempo zu halten. Ich bin so ein bisschen zweigeteilt. Das liegt einfach daran, unser Investmentkonto entwickelt sich natürlich perfekt. Also gerade die Teilnehmer aus den Investmentseminaren profitieren natürlich davon, dass diese Herbstrallye sehr, sehr stark ist in diesem Jahr, was mich sehr, sehr freut. Wir sind auch mit einigen Titeln derzeit investiert, allerdings nicht mit unserem gesamten Kapital, weder in meinem privaten Konto noch bei kleinen Konten, weil man natürlich immer mal wieder aus einem Titel rausfällt, so wie letzte Woche aus Merck auf der einen Seite. Wir aber zu wenig Titel bekommen, die in die Korrektur gehen. Jetzt haben wir für den Screening-Dienst ein, zwei Titel gefunden, die in die Korrektur gegangen sind. Das heißt, hier haben wir jetzt die Chance vielleicht auf einen Long-Einstieg, falls der Markt jetzt vielleicht heute Nachmittag oder morgen weiter nach oben anzieht. Wie gesagt, für den amerikanischen Markt bleibt es ganz klar, der Markt ist bullish, er bleibt bullish.
Buy the Dip ist die Devise der Stunde. Das heißt, jede Korrektur bietet sich derzeit an, um wieder neue Positionen aufzubauen, sowohl im amerikanischen Markt als eben auch im deutschen Markt. Wobei hier haben wir eben am Freitag kein neues Hoch gesehen. Das kann man hier ganz gut sehen. Hier sind wir tatsächlich in einer Korrektur auf der zeitlichen Schiene, aber auch hier kein großer Rückgang. Das ist eigentlich genau das Bild, was ich immer gerne suche. Das heißt, der Markt korrigiert hier seitwärts. Wir haben hier, wenn wir uns das Ausbruchslevel knapp unter 13.000 anschauen, der Markt hat das nicht mal annähernd ausgenutzt, hier zurückzukommen. Ist mal gerade von den Hochs ein gutes Prozent zurückgekommen. Das heißt, hier werde ich auch Ausschau halten nach Titeln, die hier vielleicht interessant sein können, um dann den nächsten Weg mitzugehen. Wie gesagt, im Investment super gelaufen. Der deutsche Markt, in dem wir mit unserer Herbstrallye investiert sind, aber auch im amerikanischen Markt. Beide Märkte profitieren natürlich sehr, sehr stark davon, dass die Indizes nach oben streben. Ja, und das war es auch schon wieder von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Börsenwoche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Perfekt. Also so gefällt mir das. Du hast auch die richtige Einstellung jetzt. Wenn jemand tatsächlich den Zugang zur Börse finden möchte, zu Investmentmöglichkeiten oder zu den Aktien, da wäre für mich der Mario der erste der Wahl mit 5 Sternen.